Hallo alle zusammen, willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute präsentiere ich euch eine neue Barbie zum Thema Barbie Doggy Daycare. Aber vorab möchte ich noch sagen, meine Videos sind ausschließlich für Erwachsene, für ein erwachsenes Publikum oder für Eltern oder wer auch immer, oder Leuten, die gerne einfach Geschenke verschenken und eben nicht für Kinder oder Jugendliche. Und wenn ihr eben nicht erwachsen seid, also unter 18 Jahren, dann dürft ihr gerne weiterklicken oder unter 13 Jahren. Und ja, das dazu. Und jetzt kommen wir auch zu der Barbie. Es geht hier um, heute präsentiere ich euch eben die Barbie Doggy Daycare Puppe vor. Das hat alles eben was mit dem Thema Hundetagespflege zu tun. Ihr könnt schon sehen, die Verpackung hier, die sieht sehr demoliert aus. Das hat einfach was. Das hat was damit zu tun, dass ich die Puppe bei Amazon Warehouse gekauft habe für einen günstigeren Preis und es gab noch 20% Rabatt. Und dann dachte ich so, ja, kann ich die ja kaufen für wenig Geld. Denn ich denke, normalerweise kostet die so 22 Euro und ich habe dafür nur 10 oder 12 bezahlt. Also nicht sonderlich viel. Und ja, das ist die Puppe. Hier sind so ein paar Bilder, was die zwei Hunde alles können. Der eine kann Pipi machen, der andere kann Hundehäufchen erzeugen. Und dann sind hier noch weitere Puppen, ein bisschen ein paar Accessoires und eine Zeitung. Hier ist das Barbie-Logo drauf. Das Spielset ist für Kinder ab 3 Jahren. Und das sind auch kleine Teile, die eben verschluckt werden können. Man kann den Hund füttern oder was zum Trinken geben. Und dann können die ein Häufchen machen. Und es gibt auch einen Farbwechseleffekt bei der Zeitung. Genau, und es gibt noch eine African American Puppe, also eine Afroamerikanerin. Genau, und das war's dann schon. Dann werde ich gleich die Puppe auspacken und wir schauen sie uns dann näher an. Also ich habe die Barbie-Puppe jetzt ausgepackt mit den ganzen Hunden und Accessoires. Als erstes möchte ich euch was zu der Barbie-Puppe selbst sagen. Und zwar, das ist eine Standard-Barbie-Puppe in Blond. Sie hat ein Milli-Gesicht. Ich finde, das Make-up sieht nur an manchen Stellen leicht verpixelt aus. Finde ich schon mal gut, dass es nur wenig ist. Und der Rest sieht gut bemalt aus. Dann die Haare fühlen sich sehr, sehr, sehr weich an. Sie ist blond, hat einen Seitelscheitel rechts. Und sie selbst hat 7 Punkte an Beweglichkeit. Und zwar am Kopf, an den Schultern, an der Hüfte und noch an den Knien, damit sie eben in den Knien so stehen kann, gekniet stehen kann. Sie selbst trägt ein Kleid, das ist so ein pinkfarbenes Kleid mit verschiedenen Eissorten, mit so einem Eissortenmuster. Das hat hinten keinen Klettverschluss, sondern ist dafür sehr elastisch, um es die anderen auszuziehen. Finde ich auch sehr gut. Kann man von hinten gut Fotos schießen. Und sie selbst trägt auch noch Sneakers, die auch sehr solide sind in Weiß. Barbie balanciere ich mal so, manchmal klappt es nicht so gut. Das ungefähr so hinbekommt, dann muss es schon klappen. Gut, das sind die Tierchen. Dann kommen wir auch schon zu. Das war die Puppe. Kommen wir auch schon zu den Tieren. Das erste Tier ist eben so ein Hund. Dem kann man etwas zum Futtern geben und dann kommt es hinten raus und zwar, das zeige ich euch mal. Man gibt dem Hund etwas zu futtern, zum Beispiel diese drei Leckerlis hier. Mit dabei gibt es natürlich auch noch einen Napf. Und das steckt man ihm dann einfach in den Mund. Ich setze sie lieber so hin, die Puppe. Dann nervt die mich hoffentlich nicht mehr. Genau. Zum Hund. Also, ihr habt gesehen. Man kann es eben ganz einfach reinstecken und er nimmt es schon automatisch auf. Finde ich eigentlich eine tolle Sache. Genau, dann geben wir mal alles. Da kann er zum Beispiel auf der Zeitung sein Geschäft erledigen, indem man ganz einfach das Ganze hier drauf rausholt. Den Schwanz runterdrückt und dann kommt schon alles raus. Und das finde ich eigentlich ziemlich lustig. Naja. Also schon eine lustige Sache und zeigt natürlich auch, dass man nach einem Hund dann nachher
ja, sauber machen muss. Dann der nächste Hund, das ist ein ganz einfacher Hund, also der kann nicht wirklich viel, das ist einfach nur so eine zusätzliche Figur. Und auch hier ist der Mund auf, wie beim anderen kann man dann einfach dem so Flasche geben. Dann der nächste Hund, der kann was ganz Besonderes, und zwar dem kann man etwas zu trinken geben. Und dann kann der Pipi machen, indem man hier das Bein anhebt. Und ich habe mal ein bisschen Wasser mitgebracht. Werde ich mal das Ganze hier auffüllen. Ich bin klar. So. Ich habe hier mal ein bisschen Wasser reingetan in den Hund. Dann geben wir dem Hund mal etwas zu trinken. Trink, trink, trink. Der Hund hat das aufgenommen und dann kann er den kann man die Hinterpfote anheben und dann sollte was rauskommen. Ich glaube, dem muss man noch mehr zu trinken geben. Die Blase scheint noch nicht richtig voll zu sein. So, wieder etwas zu trinken. Oh. Da kam was raus. Da kam was daneben. So klappt das irgendwie. Oh doch, das klappt. Ah, und ich habe euch ganz vergessen, hier ist die Zeitung. Und man kann sehen, das ist so eine Malibu-Zeitung. Finde ich ganz lustig, was da alles für hübsche Details sind, wie das Barbie-Traumhaus oder Malibu, Schuhe, Kleider. Das war der typisch Barbie halt. Und man kann sehen, okay, da kommt schon ein bisschen raus bei dem Hund. Ja, ein bisschen kommt raus, ein paar Tropfen. Und dann verfärbt sich die Zeitung gelb. Also ganz lustig und irgendwie auch eklig. Und dann gibt es hier noch so ein kleines, ja, so ein Tuch, um sauber zu machen. Und ich finde, das ist eigentlich eine echt lustige Idee. Und dann sind wir auch schon am Ende des Videos und auch bei meinem Fazit. Und zwar, ich finde es echt lustig, also das mit dem Hund, der ein bisschen der ja, sein Geschäft erledigt, und der Hund, der Pipi macht, das ist wirklich lustig und klar, das ist so, ich finde auch sehr realitätsnah, gefällt mir sehr gut die Idee. Ich finde auch schön, dass da eine Puppe dabei ist, könnte ruhig noch mehr beweglich sein, aber dennoch eine gute Standard-Barbie-Puppe. Ja, und ich finde für den Preis, ich glaube, das kostet 20 Euro, dafür finde ich es noch in Ordnung. Den Preis hier doch fände ich für weniger Geld, wäre das Ganze eigentlich angemessener. Ja, aber dennoch, ich bin sehr zufrieden. Ich denke, das wird auch jedem Kind einfach viel Spaß machen. Oder auch jedem Erwachsenen. Das ist wirklich eine sehr lustige Sache. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Schenkt mir einen Daumen hoch, kommentiert, abonniert, was auch immer. Und dann sage ich auf jeden Fall tschüss. Tschüss. Hallo, ich wollte noch hinzufügen, dass diese Pipi-Spuren auf der Zeitung, die gehen dann auch mit der Zeit weg. Und wie man sehen kann, ist so gut wie gar nichts übrig geblieben. Finde ich eine tolle Sache. Also dann, tschüss.